Maximilian, wir wollten hier ein Kunstprojekt machen mit Musik, mit neuer Musik, denn wir sind in unserem Festival Zeit für neue Musik in Bayreuth. Wir wollten das verbinden mit einer Performance, mit einem Theaterstück, das musikalisch untermalt ist und dabei etwas in den Blick rücken, was ich gerade angedeutet habe, was hier stattgefunden hat in diesem bedeutsamen Jahr. Es geht um zwei Personen und vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was es mit der Geschichte auf sich hat, die wir hier in den Blick nehmen wollten. Es geht hier um die beiden Hauptprotagonisten. Der eine ist uns sehr bekannt, das ist Nietzsche. Und der andere ist Adolf Wallnöfer, nicht ganz so bekannt, vielleicht manchen Kennern. Einer der ersten Wagner-Tenöre, der im Festspielhaus nicht singen durfte, 1876, aber ganz groß dann in den Jahren darauf mit Neumann und seiner internationalen Wagner-Tourneetruppe durchstarten durfte, also wirklich viele hundert Vorstellungen als Wagner-Tenor in verschiedenen Partien gesungen hat, Lohengrin, Tristan, was auch immer. Und die beiden haben sich einfach angefreundet. Die hatten so gemeinsame Antennen und haben dann auch eben gerade und bewusst, denke ich mal, um das Festspielhaus drumherum, um diesen ganzen Dunstkreis Richard Wagner und wirklich Heiligtum der Kunst von Richard Wagner, haben sie sich Räume geschaffen, wo sie unter sich waren, wo sie an der frischen Luft waren, im wahrsten Sinne des Wortes, haben ausgedehnte Spaziergänge unternommen. Und dieser eine denkwürdige Spaziergang, einer von diesen vielen, ich habe da so eine Vision, weil ich sehr viel damit jetzt in meinem Kopf natürlich beschäftigt bin, was das für eine Route gewesen sein muss, irgendwo Großraum, Festspielhaus, Siegesturm, was weiß ich, wie weit noch nach hinten. Also es waren wirklich ausgedehnte Spaziergänge, wir können uns das vorstellen, viele Stunden. Irgendwann kommen sie wieder Richtung Stadt, sind sehr durstig, aber die Stadt ist noch ein bisschen weit. Und dann sehen sie irgendwo im idyllisch Grünen ein relativ großes gebautes Ensemble und denken, naja, da wird man ja irgendetwas Flüssiges haben. Klopfen an, werden eingelassen. So ist das überliefert von Adolf Wallnöfer persönlich, der das als Memoiren hinterlassen hat. Ja, und man sagt ihnen, den beiden durstigen Menschen, ja, hier bekommt ihr auf jeden Fall was zu trinken. Es gibt auch einen sehr ordentlichen Tee, das ist nämlich ein Krankenhaus. Erstmal so Krankenhaus abstrakt, und dann wurden sie da also hineingeführt. Und da wird also so als Randbemerkung, aber sehr exemplarisch für dieses Gebäude, standen da ein paar Billardtische. Da wurde aber nach relativ eigenen Regeln Billard gespielt. Und dann hat sich das eben auch sehr schnell herausgestellt, was der Schwerpunkt dieses Krankenhauses war. Das war nämlich die Psychiatrie, damals genannt die Kreisirrenanstalt. Und dieses Gebäude haben die beiden eben gefunden, wurden versorgt und auch ganz schnell umschwärmt. Also da waren natürlich ganz besondere Gäste. Das war für die Menschen, die dort lebten, die sich dort aufhielten, war es was ganz Besonderes. Also ein Dichter, Schriftsteller, so wurde das gefasst, Nietzsche, und ein Komponist. Und dann haben sich natürlich auch so einige Künstler hervorgetan, die auch so als Gelegenheitskünstler Werke hervorgebracht haben. Und dieses denkwürdige Werk, was den bleibendsten Eindruck hinterlassen hat, war dieses kleine Poem »Christus als Schmetterlingsrüssel«. Dieses Gedicht, ich bin davon überzeugt, ist erhalten geblieben, aber wir haben es noch nicht in Händen. Thank you.
Wallenhöfer war Komponist und zwar keiner der geringsten, ich sag's mal so, hat ein großes Werk hinterlassen. Lieder, eine Oper habe ich gelesen, viel Kammermusik, sinfonische Werke, alles Dinge, die man heute praktisch nicht mehr hört. Und interessanterweise hat ja auch Friedrich Nietzsche komponiert. Diese beiden Persönlichkeiten, die dann doch aus dem Musikinteresse auch sich begegnet sind, die dann dieses Blatt bekommen, das ist schon alles sehr kurios. Ne? Und es wäre extrem spannend gewesen, wie hätte Wallenhöfer das vertont oder wie hätte Nietzsche das vertont. Wir hatten ja uns überlegt, wie wir die Szene, die dann auch mal gespielt und komponiert und aufgeführt werden soll und von dir künstlerisch ausgestaltet wird, wie wir da die Musik dazu finden. Und ein Moment war ein Werk von Friedrich Nietzsche, das er hinterlassen hat, 1871 komponiert, ein Klavierstück, das ein Fragment ist und genau so heißt, von Nietzsche so betitelt. Und daraus haben wir eine Musik entwickelt, die sozusagen den Weg weist oder improvisatorische Gesten aufzeigt, wie man aus diesem fragmentarischen Denken heraus musikalisch in unsere Zeit blicken könnte.